Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, denn das Öl. Ich spiele nach sehr langer Zeit mal wieder Minecraft. Und nicht irgendein Minecraft, sondern Minecraft Tekkit Legends. Ja. Typisch Tintenfische. Natürlich, wie muss es auch anders sein? Wir müssen auf einer Insel starten. Nicht wundern, dass das jetzt hier gerade ein bisschen länger dauert, aber es ist ein Mod inbegriffen, der jetzt gleich dafür sorgen wird, dass der ganze Baum auf einmal zusammenfällt. Da. Tidim. Oh. Kann ich dich mitnehmen? Nein, ich weiß, dass ich dich nicht mitnehmen kann, deswegen mache ich es jetzt erstmal gerade überhaupt auch nicht. Und unser erstes Erz, was wir finden, ist natürlich Kupfer. So, tschüss Holz, dich brauch ich nicht mehr. Wir werden uns jetzt erstmal hier ein bisschen verscharren, ein bisschen meinen gehen und erst später dann uns ein Zuhause suchen. Wir sind 62 hoch gerade. Was ist da oben? Ach so, nichts. Okay. Aber ich würde ganz gerne mir einen Ofen machen. Und ein bisschen Kohle machen. Ich weiß, unnützes Hin- und Herspringen.
Fleisch. Ich werde mal oben noch einen Baum fällen gehen oder den ein oder anderen Baum fällen gehen. Damit wir genug Holzkohle haben, um uns auch Fackeln herstellen zu können. Diese sind nämlich nicht gerade unwichtig. Zumindest wollt ihr ja schließlich auch was sehen. Will ich nicht. Jetzt kommen wir zum Herzstück dieser Videoreihe. Und zwar werde ich euch hier so ein bisschen durch die Technik führen. Also durch die Technik dieses Modpacks. Mal gucken. Sag mir bitte, dass es nicht so eingestellt ist, dass ich cheaten kann. Gut. Rechtsklick kann ich. Linksklick drauf kann ich mir anzeigen, wie das hergestellt wird. Okay, das ist gut. Also ihr seht schon hier. Es gibt viel zu entdecken. Viel und noch viel mehr. Da werden wir uns so ein bisschen bei kennenlernen. So, eine Fackel platziert und dann geht's weiter runter. Ich habe auch schon ein erstes Ziel, wo ich drauf hinarbeiten möchte. Okay, ich habe gerade gedacht, dass das Dias wären. Aber das sind keine Dias. Leider. Ganz ehrlich. Das geht mir so oder so auf den Geist. Wir kloppen hier einfach mal die Decke raus. Achso, der werte Herr hat Kohle gefunden. Und hört ein Skelett. So wie es sein muss, natürlich. Skelett, verpiss dich. Verpiss dich einfach. Bleib da, wo du bist. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Und dann können wir Freunde werden.
Eisen, das ist gut. Drei Stück an der Zahl. Mittlerweile schon 8. Das ist ziemlich gut. Ich habe ja gerade eben euch schon gesagt, dass ich schon ein erstes Ziel habe. Und das wird die ist hier doch, natürlich ist hier drin. Die Mining Turtle sein. Dafür brauchen wir erstmal Redstone und Dias. Das ist ein Industrial Diamond, Compressor Coal Chunk, was ich aus Coal war, was ich aus Flint Coal war. Ja, das. Ihr müsst wissen, das kann leicht kompliziert sein, dieses Modpack, aber nur ganz leicht. Ich steige hier, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht immer durch. Okay, ab nach oben. Wo es Nacht ist. Gerade hier ein bisschen ausleuchten. Okay, hier geht's jetzt so vom Spawn-Faktor her. Kopper. Nein. Jetzt habe ich mich rausminimiert. Ich Idiot, gibt es sowas wie Kopper-Werkzeuge? Nein, aber es gibt Copper Cable. Okay, ein Spiegel und dann halt. Die sind hier gar nicht so schwer zu bauen. Okay, ein Pisten und dann das darum. Ein Pisten. Okay, ja. Die einfachsten sind noch einfach zu bauen. Könnte man dazu sagen. Das schon mal weiter brennen und wir gehen wieder runter in die Mine. Geht doch jetzt zumindest schon mal viel schneller. Was ist das? Kupfer, aber anderes aus einem anderen Modpack. Und dementsprechend hat es eine andere Farbe. Ich will die ganze Zeit C drücken, weil ich manchmal einfach so blöd bin und denke, dass Optifine installiert ist. Ist es aber nicht.
Vielleicht sollte ich mal einfach so machen. Wäre zumindest sinnvoller gerade. Oh nein, ich höre Lava. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Tralala. Ich höre einen Enderman. Das ist noch ein viel schlechteres Zeichen. Kann das sein, dass wir uns immer weiter in die Lava reinbauen? Tin, okay. Das wird später zur Mangelware, soweit ich mich erinnern kann. Okay, da hatten wir gerade mal ein bisschen Glück. Aber man hat vielleicht dieses Glück nicht immer, deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als es direkt zu überstürzen. Jetzt habe ich natürlich keine Schaufel dabei, ich Idiot. Was war das? Silber und Rubine. Ja, die Ebene. Ich werde hier einfach jetzt mal skippen. Jetzt gefunden schon mal. Den roten Stein. So. Lapis, das ist auch gut. Hier noch ein bisschen Tin und noch ein bisschen Testalito oder wie das heißt. Testalat. Ich bin jetzt gleich so out of. Spitzhacke. Muss ich mich weiter nach da buddeln. Zwei, drei. Oh, direkt auf Eisen gestoßen. Oh, direkt Spitzhacke kaputt.
Erstmal nach oben gehen. Copper Nugget. Okay. Schmelzen wir mal das. Schweini, komm her, ich brauche nachher noch was zu essen. Hüpf doch hoch! Ich bin zu schlecht für Minecraft. Obwohl halt die Frage wäre, ob es nicht sogar vielleicht Sinn machen würde, direkt hier zu bleiben, weil hier direkt eine Ölquelle, hier ist Wasser um uns rum, da hinten ist Lava. Halt die Frage, ob das nicht sogar Sinn machen würde. Da ist noch ein Schwein. Zuckerrohr, das nehme ich auch mal mit und pflanze das direkt hier an. Und crafte eine Kiste. All die Sachen, die fertig sind. Den Dirt nehme ich immer ein bisschen mit jetzt. Das brauche ich noch kurz. Für zwei schöne Spitzhacken. Ein schönes Paar Schuhe. Gibt's hier das ME-System? Nein. Gibt's natürlich nicht. Dann warten wir gerade, bis das Fleisch zu Ende gebraten hat. So, und tun was Neues rein. Und gehen wieder runter in unsere schöne Mine. So, kommen auch Dias oder war es das jetzt schon an sämtlichen Erzen dieses Unterwasserareals? Das ist Stein, okay. Dann
Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und ja, würde dann sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.